Einen wunderschönen Nachmittag aus dem wundervollen Alanya in der Türkei. Ja, herzlich willkommen, ja. Eine kleine Podcast-Runde von der Terrasse in Mahmudla im Alanya. Ja, hier hinten, das sieht man auch ganz klar, sind ganz starke Wolken. Es wird nachher noch mal regnen. Heute war eigentlich ein sehr schönes Wetter. Aber ja, der Frühling, der Herbst ist so ein bisschen eingetreten. Und ja, ich wollte mal über ein Thema sprechen, was ich ganz gut finde. Der Illo, ein Freund von mir, der auch unser Haus ausgeräumt hat in Nidda, bevor wir es verkaufen konnten, der hatte einen Spruch gesagt, und das ist der gleiche Spruch, den man auch sagt, wenn man Höhlentauchen macht. Ja, wir waren ja früher mal tauchen öfter, vielleicht kriegen wir das auch mal wieder irgendwann mal hin. Ja. Und der Spruch geht: Probleme löst man vor Ort oder gar nicht, so heißt der beim Höhlentauchen. Weil wenn du beim Höhlentauchen ein Problem hast, ja, und das Problem nicht lösen kannst, bist du tot. Ganz einfach, ja, weil du bist ja irgendwie in einem geengten Raum, du hast vielleicht Probleme mit deiner Luftzufuhr, mit deiner Pressluft oder mit deinem Gemisch, ja, und oder bleibst irgendwo hängen, und wenn du das Problem nicht löst, ja, dann war es das halt, ja. Und ich merke immer mal wieder, auch in den Kommentaren oder in persönlichen Gesprächen, dass Leute sich zu viel Gedanken machen. Ja? Es ist ja wichtig zu planen und zu sagen, ja, ich würde jetzt gerne mal vorab schon mal ganz viel organisieren und so, aber das Beste ist wirklich, man kommt hierher oder in ein Land, wo man hin will, und bereitet sich so ein bisschen vor, aber versucht nicht alles bis ins letzte Detail zu planen, weil es ist meistens dann doch vor Ort alles anders, als man denkt, ja. Und die denkbar schlechteste Ort, sich wirklich zu informieren, ist Facebook und Facebook-Gruppen, muss ich wirklich was so sagen, ja. Da wird sehr viel Angst geschürt auf der ganzen Welt und ist meistens wirklich keine richtig guten Informationen, ja. Da versuchen sie sich dann einzelne Leute hervorzutun, den Leuten auch Angst zu machen, und das funktioniert halt nicht wirklich gut, ja. Wichtiger wäre es, hier vor Ort zu sein, mit den Leuten direkt zu sprechen, auch mit den Behörden zu sprechen, Probleme zu finden. Wir hatten ja auch am Anfang Probleme, dass wir hergekommen sind mit unseren alten Geburtsurkunden und wir dann hier ICAMET haben wollten und die uns dann weggeschickt haben, gesagt haben, nee, tut mir leid, die Geburtsurkunden von den Kindern akzeptieren wir nicht, die sind zu alt und sie sind auch nicht mit der Apostille quasi überbeglaubigt. Und dann habe ich mich dann informiert, habe dann gemerkt, oh shit, ja, okay, wir machen mal neue Geburtsurkunden, die aber auch gleich international als internationale Version, und lassen die dann über Notar quasi, glaube ich, die Kopie machen, und die wird dann vom Landgericht eine Apostille. Apostille kriegt die drauf, und dann hast du ein Dokument, was du auf der ganzen Welt benutzen kannst. Das habe ich dann auch im Nachhinein nochmal mit unserer Eheurkunde gemacht, als wir hier Probleme hatten auf dem Konsulat und die unsere Eheurkunde, die ich hier mit hatte, nicht akzeptieren wollten erst und gesagt haben, nee, nee, die wäre nicht gut genug sozusagen. Also das war sowas, das hätte ich gerne vorher gewusst. Deswegen mein Tipp an euch. Das könnt ihr immer noch gut organisieren. Besorgt euch von allen Leuten in der Familie eine internationale Geburtsurkunde. Die könnt ihr einfach online bei dem Standesamt beantragen, wo ihr oder eure Kinder geboren seid. Dann geht ihr zum Notar, lasst eine beglaubigte Kopie davon machen, und der lässt das beim Landgericht apostillieren. Eine Apostille kommt da drauf, und dann habt ihr ein Dokument, was perfekt ist für alle Länder dieser Welt. Ja? Was ich auch nicht wusste, ist, dass zum Beispiel kleinere Kinder auch einen biometrischen Reisepass bekommen könnten. Wir hatten für zwei unserer Kinder noch Kinderreisepässe, und die laufen relativ schnell ab. Ja, hätte ich es vorher gewusst, wäre ich auf die Gemeinde gegangen bei uns, der hätte gesagt, hey, ich will für alle Beteiligten hier neue Reisepässe haben, auch für meine Kinder, weil ich bin in ein Land, die nur biometrische Reisepässe akzeptieren. Dann zahlt ihr halt mal ordentlich was, aber dann habt ihr frische Dokumente. Mein neuer Reisepass gilt zum Beispiel 10 Jahre, der neue Reisepass von meinem großen Sohn gilt 6 Jahre. Genau, und dann hat man erstmal Ruhe, muss nicht hier irgendwie aufs Konsulat fahren oder was weiß ich was machen. Ja. Das sind die beiden Sachen, die man wirklich gut vorbereiten kann. Alles andere muss man mal gucken. Ja, man fährt mal her. Ich würde auf jeden Fall Bargeld mit hierher nehmen, wenn man hier sagt, ich will eine Wohnung vielleicht suchen, dass man die anzahlen kann. Ja, muss ja erstmal gucken, ob es einem hier gefällt. Wirklich vielleicht eine Ferienwohnung mieten oder auch ein Hotel. Aber wenn man ein Hotel hat, dann möglichst viel unterwegs sein, essen gehen. Bus fahren haben wir damals gemacht. Wir sind mit dem Bus gefahren, mit dem Taxi gefahren. Wir haben uns hier ein Auto gemietet und so weiter und so fort. Und
das war schon eine richtig coole Sache. Ja? Und so haben wir so ein bisschen gemerkt, wie sie ist. Ja? Mit der Schule ganz genauso. Am besten hinfahren, die Schulen mal angucken. Hier gibt es eine Menge staatliche Schulen, hier gibt es aber auch eine Menge Privatschulen. Unter anderem die Waldorfschule. Das ist aber nicht vielleicht nicht die beste Schule für euch. Ihr müsst halt gucken, gebt ihr mal ein Privatschule Alanya. Wir wollen ja auch nochmal ein Video darüber machen, was es hier noch für andere Privatschulen gibt. Aber das könnt ihr einfach bei Google Maps eine Private School und Alanya und dann findet ihr, was sagen wir schon mal, 80% der Privatschulen und da fahrt ihr einfach mal vorbei und redet mit den Leuten da. Guckt, was die haben, was das Vorteil ist. Lasst eure Kinder vielleicht mal einen Tag da in eine Klasse gehen und dann sollen die mal schnuppern und gucken. Ja? Man kann ja auf Privatschulen bis zu 3 Monate Gast sein. Das geht, also ihr könntet auch ein bisschen durchprobieren in der Zeit. Ja? Ja, und dann einfach mal gucken und dann vor Ort die Probleme lösen. Weil zu denken, man könnte alles über irgendwelche Blogartikel, Facebook-Gruppen, YouTube-Videos im Vorfeld klären, das ist Wunschdenken, das wird nicht so sein. Es kann sich ja auch von heute auf morgen wieder alles ändern. Ihr macht das und versucht da drumherum zu arbeiten und so und plant das und sagt, in 3 Wochen fliege ich rüber und dann ist alles anders. Ne? Gerade in der jetzigen Zeit, wo es natürlich auch viel jetzt ist mit diesem Konflikt in der Ukraine, mit Russland, wo es ständig irgendwelche Sanktionen gibt, irgendwelche Regeln gibt, irgendwelche Dinge gibt, die man nicht mehr machen kann. Ja? Deswegen versucht euch ein bisschen locker zu machen und die Probleme dann im Land zu lösen. Der Vorteil von der Türkei ist halt, dass man sehr nah an Deutschland ist. Das bedeutet, man ist halt relativ schnell wieder drüben, auch relativ kostengünstig noch. Ja? Wenn einem was fehlt, dann steigt man halt ins Flugzeug und holt sich halt das Dokument. Man kann ja auch viel postalisch machen. Mittlerweile ist es auch so, dass sehr, sehr viele Freunde und Bekannte hierher fliegen oder zurückfliegen. Auch Verwandte haben ja von uns jetzt hier auch Wohnung. Da kann man dann sagen, kannst du mir das mitbringen und so. Und was ich halt gemacht habe, aber auch erst nach und nach, dass ich bei meinen Aufenthalten in Deutschland immer mehr Vollmachten erteilt habe. Eine Vollmacht für meinen Steuerberater, dass der nochmal das für die eine Firma unterschreiben kann. Eine Vollmacht für meinen einen Mitarbeiter, dass der auch irgendwie Gerichtsdokumente annehmen kann oder was auch immer. Das ist dann ganz wichtig, um sich auf lange Sicht dann halt zu entlasten. Aber wenn ihr das alles vorher planen wollt, das wird nichts. Ne? Also lieber mal gucken, was sind denn so die Probleme, die sich ergeben und dann löst man die. Ja? Und ja, das war so mein Tipp, dass ihr euch nicht so verrückt machen lasst und guckt mal, kommt hierher, es gibt für alles immer eine Lösung und es ist einfach wahnsinnig schön hier und die Alexandra hat heute wieder so eine ganz tolle Begebenheit gehabt, ich kann sie ja mal kurz erzählen, ich teste hier auch gerade meine neue Brillengläser, ich habe mir neue Brillengläser bestellt, die sich abdunkeln sollen bei Sonne, ich will mal gucken, ob das wirklich funktioniert, ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen habe ich sie jetzt mal aufgezogen. Und der Optiker, da waren wir jetzt ein paar Mal, haben für meine Tochter schon ein paar neue Brillengläser geholt, für meinen kleineren Sohn eine Brille, für mich mal eine Brille und jetzt die Gläser. Und jetzt kam er und hat der Alexander 3 Granatäpfel aus seinem Garten geschenkt und hat da gemeint, sie kann jederzeit vorbeikommen und was essen und was trinken. Sie ist immer willkommen und sie soll sich hier so fühlen wie zu Hause und total nett. Alexander kann ja schon ein bisschen Türkisch, da war jetzt auch eine Mitarbeiterin da, die auch Englisch kann, aber die Alexander hat alles auch so verstanden. Also fand ich sehr, sehr gut, sehr interessant und die Leute sind hier sehr herzlich. Ja. Das Kapital dieses Landes ist nicht das Meer, ist nicht die Natur, sind nicht die Gebäude, ist nicht die Meerfreiheit, sondern es sind die Menschen. Die Menschen sind der Grund, warum wir hier sind und auch, warum wir hier bleiben werden.